Guten Abend, hier aus Belek. Die Sonne ist schon untergegangen, die Spieler des 1. FC Köln befinden sich in ihren Hotelzimmern. Patrick Helmes und Matthias Lehmann haben heute beide Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Wie der Fitnesszustand der beiden ist, das hören wir jetzt und danach gibt es ein paar Bilder aus dem Kölner Luxushotel. Ja, Patrick Helmes hatte mit leichten muskulären Problemen zu tun, wo er individuelles Training bei uns absolviert hat, aber jetzt ist er wieder fit und startet voll durch. Doch, ich glaube, die Werte waren soweit alle richtig gut. Wir haben nicht viel verloren, wie gesagt, die Pause war nicht so lang. Und wir haben es ja auch schon öfter gesagt, dass wir richtig Spaß haben am Kicken, am Fußballspielen. Und ja, das sieht man auch bei den Spielen gegen Schalke oder gegen Warschau. Und klar sind das große Namen, wir haben auch Respekt davor, aber wir wissen auch, was wir können. Und versuchen, dass gerade Mannschaften, die vom Namen her deutlich besser sind, als wir auch von den einzelnen Spielen halt, mit einer Mannschaftsleistung das abzutrotzen. Und ich glaube, die Jungs haben das gestern auch richtig gut gemacht. Und von dem her sind wir auf einem guten Weg. Schauen wir uns das Mannschaftshotel des 1. FC Köln mal ein bisschen genauer an. Und Wilfried Barmann, der ehemalige Chefkellner des Geisbergheims, wird uns mal erzählen, was er vom Hotel des 1. FC Köln hält. Ich bin zum 10. Mal in Belek. Die Gastronomie ist hier hervorragend, Bedienung sensationell und alles stimmt hier. Mannschaft hat heute gut trainiert, sehr schön gespielt und ich wünsche der Mannschaft einen Aufstieg. Das war's für heute hier aus Belek. Morgen geht's weiter mit dem Testspiel des 1. FC Köln gegen den SV Grödig aus der 1. österreichischen Liga. Bis dahin. Ein schönes Wochenende.